Die Gemeinde Apfeldorf in Bayern. Hier entsteht derzeit ein neues Baugebiet. Im Rahmen der Erschließung stehen zahlreiche Arbeiten im Tief- und Erdbau an. Neben der Kanalisation und den Hausanschlüssen müssen auch die Zufahrtsstraßen termingerecht fertiggestellt werden. Das ausführende Unternehmen, die ortsansässige Firma Georg Kölbel. Das Gerät macht hier jetzt im Hintergrund aktuell das Straßenplanungsniveau vor Verdichtung. Also das ist jetzt die Frostschutzkies-Schotterschicht, bevor dann später der Asphaltbetag aufgebracht wird. Und wir halten uns hier jetzt genau an die Planhöhen, die vorgegeben sind vom Ingenieurbüro. Bei vorgegebenen Planungshöhen heißt es, arbeiten im Zentimeterbereich. Auch für erfahrene Baumaschinenführer eine echte Herausforderung. Optimale Bedingungen also für den Einsatz einer Baggersteuerung. MOBA bietet hier mit ihren modularen Baggersteuerungen 2- und 3D-Steuerungen. Bereits mit der 2D-Baggersteuerung MOBA X-SideLink wird der Bagger zur effizienten Schlüsselmaschine auf der Baustelle. Die Baggersteuerung misst die Tiefe, Reichweite und Neigung der Schaufel und zeigt die genaue Position an. Somit kann der Baggerführer die Vorgaben zentimetergenau einhalten. Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit gehen die Arbeiten deutlich schneller vonstatten. Wir haben gesagt, wir müssen am Ball bleiben, wir müssen in die Zukunft schauen. Und haben einfach den Schritt gemacht und er hat sich also in kurzer Zeit schon bestätigt, dass es richtig war. Ein großer Vorteil des MOBA X-Side-Bagger-Systems ist das große Einsatzspektrum. Ob beim Auskoffern der Zufahrten, Erstellen von Planum, Aushub von Leitungsgräben oder Setzen von Schächten, eine Baggersteuerung wie das X-SideLink bringt in allen Bereichen einen deutlichen Effizienzgewinn. Ich verwende das System hier auf dieser Baustelle für Kanalarbeit, Kanalbauarbeiten, Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, die Herstellung der Sohle, Setzen der Schächte, Erstellen von Wasserleitungsgräben auf genaue Höhen mit der genauen Rohrdeckung. Die Haupterwartung war eigentlich für Baugruppenaushub in erster Linie. Und mittlerweile, weil man da 2-3 Monate damit gearbeitet hat und einmal herausgefunden hat, was man alles machen kann damit, hat sich das Spektrum wahnsinnig erweitert. Ich hatte am Anfang nicht dieses Vertrauen in das System, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mittlerweile 100%. Also es stimmt immer. Ich habe etliche Male schon mit Nivelliergeräten nachnivelliert. Ich komme immer aufs selbe Ergebnis. Es toleriert zwischen 1 Zentimeter, mehr nicht. Das X-SideLink-System auf dieser Baustelle ist ausgerüstet mit einer Bedieneinheit mit 5,7 Zoll großem Touchscreen. Neigungssensoren mit 3 Achsen erfassen alle Bewegungen der Maschine. Die Höhenreferenz bildet ein Laserempfänger. Er kompensiert auch Veränderungen durch Einsinken oder Bewegungen der Maschine. Ein zusätzliches LED-Display im direkten Blickfeld des Fahrers zeigt permanent Soll- und Ist-Referenz an. Eine Aufrüstung mit einer zusätzlichen GNSS-Antenne wäre außerdem möglich. Die Rüstzeit, um das zu installieren für die Bagger, das haben wir geschaut, dass wir das in den Wintermonaten unterbringen, um keine Zeit auf den Baustellen zu verlieren. Und es war überschaubar. Wir mussten lediglich die Mannstunden halt von unserem Baggerpersonal übernehmen, einschließlich diverser Umbauten an unseren Geräten, das sich aber in einer Größenordnung von 2.000 bis 3.000 Euro pro Bagger in Grenzen gehalten hat. Auch erfahrene Baggerführer erkennen schnell die Vorteile des MOBA-Systems. Das Arbeiten mit einer Baggersteuerung ist deutlich schneller und präziser. Denn permanentes Einmessen und Kontrollieren entfallen. Bei Firma Kölbel hatte man schon bald auch weitere Anwendungen für das X-Side-System entdeckt. Ich messe mit dem System den Abzweig in Meereshöhe ein, wie früher mit dem Nivelliergerät. Wir setzen den Abzweig, dann fahre ich einmal mit der Schneide vom Löffel drauf, notiere mir diesen Wert und beim späteren Suchen des Abzweiges weiß ich genau, auf welcher Höhenquote er liegt. Auf solche speziellen Sachen ist man erst draufgekommen während der Arbeit. Also es fällt einem immer wieder was ein, was man damit machen kann und das ist super. Also, Thema Sicherheit, ich finde das System
super, weil es muss keiner mehr im Graben stehen. Der, wo nach der Höhe schaut, der steht im Gefahrenbereich von der Maschine. Das kann man sich alles sparen. Präziseres Arbeiten, mehr Effizienz, mehr Sicherheit. Ein deutlicher Wettbewerbsvorteil für Firma Kölbl. Dank des MOBA-Baggersystems konnte die Baustelle schnell und entsprechend der Planvorgaben fertiggestellt werden. Doch nicht nur den Chef freut es. Auch der Fahrer ist zufrieden. Also ich kann dieses System noch wärmstens jedem Kollegen empfehlen, der auch einen Bagger fährt und mit der Höhenkontrolle da in Zukunft was machen will. Also das kann man jedem wärmstens ans Herz legen. Es funktioniert hundertprozentig und man hat nie Probleme damit.